Ein letzter Voice of Germany Vlog kommt noch. Mein Battle ist jetzt eine Woche her, und zwar genau eine Woche. Und ich wollte doch mal etwas Revue passieren lassen, wie es mir jetzt eine Woche danach so geht. Ich erinnere mich noch voll gern an den Moment zurück, als ich da auf dieser Bühne saß und habe immer noch so, wenn ich meine Augen schließe und so nach rechts rüber gucke und der Jörg ist am Klavier und ich mit der Gitarre. Ich habe das Gefühl, es war wirklich was Besonderes, was wir da geschaffen hatten. Also zum einen mit dem Song, aber dann auch, wie wir den irgendwie so rübergebracht haben. Bei meiner Blind Audition war es so, da wurde auch an Stellen geklatscht, wo ich so gedacht habe, okay, weiß nicht, so richtig passend finde ich es nicht. Und ich habe mir eigentlich gewünscht, dass nicht geklatscht wird bei dem Song, bei dem Battle-Song jetzt. Und tatsächlich hat während des ganzen Songs halt niemand geklatscht. Und ja, sind auch echt noch ein paar gekommen und gesagt, wie berührend sie es irgendwie fanden. Dann stand man auf dieser Bühne und genau, die Steff hat sich für den Jörg entschieden. Und es war in dem Moment schon, ich war echt enttäuscht. Es war so ein bisschen, okay, sie hat meine Stärken hervorgehoben, aber hat sich dann für die andere Person entschieden. Im Nachhinein würde ich sagen, hey, ich bin jetzt, eine Woche später, bin richtig happy, auch nicht mehr dabei zu sein, weil ich wäre jetzt quasi schon wieder auf dem Weg nach Berlin. Und ja, für uns als Family war es echt herausfordernd. Wir haben es überlebt. Meine Frau, ey, ist so krass, was sie alles geleistet hat in dieser Zeit, wo ich so viel weg war. Aber es ist einfach umso besser, jetzt auch wieder hier zu sein, das Schuljahr noch zu Ende zu bringen und jetzt so aus dieser Sendung rauszugehen, wo ich wirklich sage, hey, das war ein richtig guter Augenblick, ein starker Song mit einer guten Message, wo wirklich auch das Gefühl hatte, die ganze Sendung so, die wollten das so supporten, was wir da machen, haben ja auch bei der Moderation, dann sind ja gleichzeitig auf die Bühne gekommen und nicht so, hey, Battle und hier kommt der eine, da kommt der andere. Also irgendwie hat es sich total gut angefühlt. Natürlich wünscht man sich weiterzukommen, dann an so einem Punkt, aber von Anfang an war eigentlich mein Ziel die Battles. Ich habe davor schon viel Voice of Germany geschaut und es war immer so, okay, ich glaube, es könnte sich jetzt vielleicht umdrehen, aber es war dann schon auch, okay, wahrscheinlich geht es nicht weiter als die Battles, beziehungsweise konnte ich es mir nicht so wirklich vorstellen, dass es da nochmal weitergeht. Jetzt ist es genauso gekommen und ja, die Reise ist zu Ende. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es auch total komisch, weil es hat doch niemand was gesehen. Eigentlich fängt es erst an. Die Ausstrahlung kommt erst. Es stand heute in ungefähr 4 Wochen frühestens. Und ich bin so gespannt, was damit passiert. Bin total aufgeregt auch schon. Und ja, wir werden sehen. Alles in allem war es eine richtig gute Zeit, wo ich für mich lernen durfte, was ich gern mache, dass mein Anliegen nach wie vor ist, Menschen zu berühren mit Musik. Ich glaube, wirklich einer der intensivsten Momente war dann nach dem Battle. Da saßen wir noch vor dem Hotel zusammen und dann war ich schon Aufbruchstimmung und dann haben wir den Song einfach nochmal gespielt mit Akustikgitarre, Jörg und ich. Und es war einfach total krass, weil die zugehört haben, irgendwie echt einige nochmal irgendwie Tränen in den Augen hatten und ich gemerkt habe, hey, wie krass ist es einfach, was wir mit Musik machen dürfen, was ich mit Musik machen darf. Und das ist genau das, was ich möchte, auch in Zukunft. Es ist schön, wenn das irgendwie auf die große Bühne geht, aber es muss nicht auf die große Bühne gehen. Es ist so wertvoll, auch diese kleinen, intimen Momente zu haben, wo eine Person berührt wird, wo eine Person bewegt wird. Und wenn das passiert, ist es ein Riesengeschenk und ich bin froh, wenn ich das weitermachen darf. Richtig schön, dass ihr dabei wart bei dieser Reise. Ich hoffe, euch haben meine Vlogs gefallen und ja, bleibt dabei, bleibt irgendwie mit mir in Verbindung, würde mich ultra freuen. Es wird weiter Musik geben von mir, definitiv, das hört nicht auf. Und bis hoffentlich ganz bald mal, entweder hier oder dann auch gern mal face to face in live. Macht's gut.